In diesem Guide erfahrt ihr alles, was ihr über Astraeos wissen müsst. Wo ihr welche Ressourcen findet, wo die Caves versteckt sind, gegen welche Astraldinos ihr kämpfen solltet und was der Boss droppt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. So, liebe Leute, ich habe mich jetzt extra festlich angezogen, um euch jetzt in Ruhe alles zeigen zu können, was es auf Astraeos so Schönes gibt. Wenn euch das Ganze gefallen sollte, lasst gerne ein Like oder ein Abo da, würde mir sehr weiterhelfen, das wäre super lieb von euch. Und ein Danke geht raus an Ras Clark, der mal wieder schneller war mit dem Ganzen als ich. Eigentlich wollte ich nämlich genau dasselbe machen, aber er war einfach schneller und von daher habe ich ein paar Koordinaten bei ihm übernommen. Also eine Ressource, die ich euch schon mal nicht erklären muss, ist Metall, weil Metall ist hier überhaupt kein Problem. Es ist wirklich überall Metall auf der Map. Ich kann ja auch mal ein bisschen rumfetzen, egal wo man hingeht, man sieht Metallsteine. Also es ist wirklich crazy. Guck mal, da geht's weiter, da geht's weiter. Und das ist nicht nur auf Bergen so, das ist teilweise auch unten so. Also Metall findet ihr auf Astraeos überall und das ist echt nice. Sogar hier unten, seht ihr? Was tatsächlich fast genauso leicht zu finden ist, ist Obsidian. Obsidian ist hier auch überall an den Bergen. Ich kann gleich mal ein paar Koordinaten rausschreiben, wo ich was gefunden habe. Und das werdet ihr relativ häufig brauchen, weil Organic Polymer ist nicht so leicht zu bekommen, weil es keine Karkinos, keine Mantis und keine Kairukus gibt. Von daher auf jeden Fall Obsidian wird was sein, was ihr wahrscheinlich braucht. Aber ich werde euch organisches Polymer hinterher noch zeigen, woher ihr das bekommen könnt. Aber der ziemlich beste Spot, den ich euch empfehlen kann, ist der hier bei 3010, ist das etwa. Und da könnt ihr nicht nur Obsidian finden, sondern auch Öl. Öl könnt ihr auch abbauen. Und hier ist auch oben Kristall. Und hier ist Metall. Also hier ist einfach alles auf einer Stelle. Wenn ihr also wie ich mal sowas sucht, wo ihr alles finden könnt, das ist hier Metall, Kristall, Obsidian und sogar Öl. Hier nochmal alle Koordinaten, wo ihr Obsidian finden könnt. Wenn wir schon bei Öl sind, bei den angespülten Megalodon kriegt ihr auch die ganze Zeit Öl. Also die könnt ihr einfach abfahren, wenn ihr da was braucht. Verdorbenes Fleisch auch noch dazu, auch ganz nice für Narkosemittel. Aber ich zeige euch jetzt noch ein paar andere Spots, wo ihr die oben an den Bergen finden könnt. Ich habe jetzt extra mein Spikeless angemacht, damit ihr oben links die Koordinaten die ganze Zeit sehen könnt. Also bei 51, 22 ist Öl auf dem Berg. Ihr könnt auch hier so ein bisschen drum rumfliegen und hier ist auch noch ein bisschen was. Dann bei 30, 18 ist auch noch ein bisschen was. Könnt ihr auch was abfahren, ist relativ in der Nähe vom Obelisken. Und bei 3010 halt auch, was ich euch schon gezeigt hatte. Unter Wasser könnt ihr halt auch immer wieder was finden, aber da haben die meisten Leute ja nicht so Bock drauf. Kann ich auch verstehen, wenn ich den hier schon wieder sehe mit seinem hässlichen Gesicht. Hier nochmal alle Koordinaten, wo ihr Öl finden könnt. Und jetzt als nächstes gehen wir die Biber damit durch. Da habe ich die Koordinaten tatsächlich komplett übernommen, weil ich das gar nicht gegenkontrollieren kann, weil ich im Singleplayer bin und da spawnen eh kaum Biber. Aber liebe Leute, das hier ist der erste Ort, wo Biber damit spawnen können. 3516. Dann hier bei 2415. Hier bei 3825. Hier ist sogar tatsächlich gerade einer. Hier bei 4415, wo Gigantoraptor im Felsen ist. Ja, das soll so, glaube ich. Hier bei 408. Bei 4610. Und da sind sogar gerade welche unter Wasser. Hier könnt ihr auch sehen, Biber sind hier unterwegs. Und hier unten, da ist auch gerade ein Biber unterwegs bei 5013. Hier nochmal alle Biberdämme für euch. Jetzt kommen wir zu was, was viele wahrscheinlich noch nicht gefunden haben, nämlich dem Honig-Cave. Den findet ihr bei 4611,3 und da könnt ihr halt Honig abholen und auch Organic Polymer. So sieht das aus, wenn ihr das Ganze hier reingelatscht seid. Und hier sind schon die ersten Bienen und guckt euch das an, hier ist überall Honig am Start. Wenn ihr hier also einmal aufgeräumt habt, könnt ihr einfach an die Beehives gehen und die kaputt kloppen und dann kriegt ihr Honig und Polymer. Bin ich gerade blöd oder ging das nicht früher auch mit einer Kettensäge? Vielleicht bin ich auch blöd. Ist natürlich nicht krass viel Polymer, aber ist immer noch besser als Hesperornis suchen oder so. Sowas. Das wäre nämlich eine andere Möglichkeit. Sonst organisches Polymer, schwieriger Hase hier. Geht's weiter mit Perlen. Die könnt ihr hier finden. Ich zeige euch das gleich nochmal von oben. Bei 4615. Auf jeden Fall ordentlich, ordentlich, ordentlich welche im Wasser hier. Da könnt ihr einfach ein bisschen rumkrabbeln. Ich gehe nochmal nach oben, damit ihr das von hier seht. Hier, so sieht das Ganze aus. Und da sind Perlen drin. Und hier sind nochmal welche bei 5719. Das ist auch relativ einfach zu finden. Aber es ist zwischen den ganzen Fasern. Und deshalb krabbelt ihr die ganze Zeit die Fasern da weg. Das ist halt nicht so cool. Aber ihr seht, da sind Perlen. Und ich kriege die auch gerade nicht gegriffen. Ah, jetzt habe ich mal welche gegriffen. Und die sind bei diesem Typen hier. Ich zeige euch jetzt aber den professionellen Weg, nämlich sind das diese Muscheln hier. Und davon gibt es tatsächlich sogar eine ganze Cave. Ich muss gleich mal gucken, ob ich die wiederfinde. Ihr geht einfach hin, einmal reinbeißen mit dem Anglerfisch und farmt die komplett ab. Und die geben halt richtig, richtig, richtig dicke Perlen. Also, wenn ihr einen Tipp haben wollt, holt euch diese Muscheln ran, weil das ist viel, viel einfacher. Da hinten sind nochmal richtig, richtig viele. Ich bin hier gerade bei 23, 21. Hier sind schon mal einige, aber es gibt auch eine Cave damit. So, hier hinter dem Wasserfall 24, 15. Einmal reinfliegen, dann seht ihr hier schon, ich habe meinen Anglerfisch hier schon hingestellt. Und hier sind halt Free-Perlen. Also komplett Free-Perlen. So OP, könnt ihr so lang zischen und hier sind so viele. Also das hier ist mit Abstand der beste Spot. Ihr könnt hier auch einfach so abfahren, wenn ihr wollt, dann kriegt ihr halt viel weniger. Hier nochmal die Koordinaten für die Perlen.
Schwarze Perlen gibt es so auf der Map übrigens keine. Da müsst ihr echt gegen Tusus kämpfen, Trilobites abfarmen die ganze Zeit oder Alphamosas oder sowas. Also schwarze Perlen ist hier echt schwierig zu finden. Und dann zeige ich euch jetzt mal ein bisschen Astral-Loot. Hier erster Raptor Level 130. Gucken wir mal rein, weil teilweise sind da echt so krasse Sachen drin. Assault Rifle, eine gute Assault Rifle ist da drin. Und ich würde sagen, wir gehen direkt weiter zum nächsten, wenn ich hier rauskomme. Was? Ah, das war geplant, ja. Hier haben wir den nächsten Astral, 25.000 Leben, 150er Raptor. Und der hat ein Blueprint für den Biber-Sattel und ein Megatherium-Blueprint. Richtig gut, ein 120 Armor und hier noch so ein bisschen Rüstung. Also im Gegensatz zu Alphas so viel besseres Loot. Und hier haben wir eine Astral-Tuso. Das ist wahrscheinlich auch so ziemlich der beste Weg, Black Pearls zu bekommen. Hier, wir schießen die mal eben um. Gucken mal eben rein, wie viel das Ganze gibt. 75 Black Pearls, eine Angel. Eigentlich so ziemlich die normalen Sachen, die man sonst auch bekommt. Hier haben wir einen Megalodon, der übrigens richtig sick aussieht. Und da wollte ich sowieso so wissen, was die so geben. Ich glaube, der Loot an Land ist deutlich besser tatsächlich. Okay, ich würde sagen, die Megalodons lohnen sich nicht so hart. Also da waren bis jetzt echt schlechte Sachen drin. Ich würde euch gerne mehr Land-Astral zeigen, aber tatsächlich ist auf dem ganzen Server sonst nichts. Es ist alles ausgerottet. Die Tusus habe ich gerade mitgenommen, die Raptoren habe ich gerade mitgenommen und sonst nur Megalodons viele. Ich habe nochmal zwei umgeschossen. Ich habe gerade einen Bogen bekommen und hier ist auch nichts Besonderes drin. Also die könnt ihr gerne skippen, Leute. Haut lieber ab, anstatt gegen die zu kämpfen. Und dann machen wir direkt weiter mit den Caves und hier ist der erste Cave-Eingang bei 3722. Als erstes geht ihr hier an der Seite nach unten, dann drückt ihr hier den Knopf, um die Tür zu öffnen, dann geht hier langsam die Tür auf, dann einfach geradeaus hier durch und dann kommt ihr in diesen Raum, wo der erste Knopf hier ist, der zweite Knopf ist hier oben drauf und der dritte Knopf ist hier oben drauf. Und schon geht hier unten die Tür auf und dann müsst ihr nur noch schwimmen und seid beim Artefakt. Und hier ist es schon. Die zweite Cave ist bei 30,9 und die ist hier hinter dem Wasserfall im Prinzip. Das sieht man ganz genau. Hier ist auch so ein kleiner Eingang. Könnt ihr einfach hier rein und hier geht's in die Höhle. Da müsst ihr im Prinzip nur komplett durchrennen, aber am Ende warten halt Minotauren auf euch und die wollen eine kleine Schlägerei mit euch haben. Also hier müsst ihr hin am Ende. Hier ist das Artefakt eigentlich. Ich weiß nicht, warum es gerade nicht gespawnt ist. Und ihr müsst halt die beiden Kollegen hier verprügeln. Und die letzte Cave ist eine Unterwasser-Cave. Die findet ihr bei 2424 etwa. Und da ist das Artefakt relativ einfach zu sehen. Nämlich ist es in dem leuchtenden Bereich da unten. Hier ist das Artefakt drin. Hier seht ihr es schon. Koordinaten immer oben links in der Ecke. 2626 ist das Artefakt, falls ihr es nicht finden solltet. Und mit den Artefakten könnt ihr dann Medusa besuchen gehen. Warum auch immer hier gerade zwei sind, weil ich die das letzte Mal nicht gekillt habe anscheinend. Das ist wild, ey. Das sieht creepy aus. Ja, eigentlich ist hier nur eine drin. Und von der kriegt man auch ordentlich Elemente. Ich schieße mal um. Okay, jetzt war es am Ende noch eine. Was zum Teufel? Und das war jetzt nur Gamma. Und von der kriegt man schon 140 Element und einen Kopf. Das hier ist Beta. Und die hat mich gerade betäubt. Ich wollte ja nicht nur schnell umschießen. Und die gibt 300 Element. Und so sieht Alpha aus. Und die gibt 600 Element. 600 Element ist halt crazy, wenn man da eine gute Strategie rausfindet und die immer wieder abfarmt. Also das ist halt so viel. Und das soll es auch schon gewesen sein von meinem kleinen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ja, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Und wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch allen einen ganz schönen Tag. Tschüss.